So, meine lieben Boys und Girls, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwarze Edition 2. In der letzten Folge hatten wir Lysander geschafft und das mit ganz knappem Kampf. Also diesmal war er ziemlich overpowered mit seinem Max-Sax, aber wir konnten es dank Rockys Rettung mit Steinkante es total finishen und den siebten Orden recht verdientlich ergattern. Und in dieser Folge werden wir jetzt nun Lysanders Geschichte über die Drachen-Pokémon der Einalregion jetzt mal anhören und mal sehen, was uns als nächstes erwartet. Hier entlang! So, da wären wir. Immer herein in die gute Stube. Hier können wir in Ruhe reden. Das wird ein längeres Gespräch. Ich bitte also um deine volle Aufmerksamkeit. Vor 2 Jahren erwachten die beiden Drachen-Pokémon Zekrom und Reshiram. Das schwarze Drachen-Pokémon Zekrom strebte nach einer Welt nach Wünsche, und die uns neue Hoffnung schöpfen ließe. Der weiße Drachen-Pokémon Reshiram war auf der Suche nach der Wirklichkeit, die unsere Welt ins Glück führen würde. Ursprünglich waren Zekrom und Reshiram ein einziges Pokémon. Wie es kam, dass aus diesem einen Pokémon 2 wurden, fragst du? Das ursprüngliche Drachen-Pokémon half einem heldenhaften Zwillingspaar und begründete mit ihm diese Region. Doch die Zwillinge hatten sich unterschiedlichen Idealen verschrieben, dem Wunsch und der Wirklichkeit. Sie begannen sich darüber zu streiten, wer von ihnen das richtige Ziel verfolgte. Dies war der Augenblick, in dem sich das Ur-Pokémon in ein schwarzes und ein weißes Drachen-Pokémon spaltete. Obwohl das Ideal des Wunsches kein Gegenentwurf zu dem der Wirklichkeit ist und umgekehrt. Es wird vermutet, dass diese Epoche noch ein weiteres Drachen-Pokémon hervorgebracht hat, Kyurem. Der DNS-Keil, der in meiner Familie von Generation zu Generation weitergegeben wird, ist ein starkes Indiz dafür. Professor Esche konnte nämlich nachweisen, dass das Material aus dem der DNS-Keil besteht, zur selben Zeit entstand wie die Drachenstiege. Niemand weiß, was für Kräfte dem DNS-Keil innewohnen. Habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, ihn zu bewachen. Was das dritte Drachen-Pokémon betrifft, ich bin mir immer skeptisch, ob es Kyurem wirklich gibt. Und selbst wenn, wissen wir immer noch nicht, was es genau ist. Das ursprüngliche Pokémon hat sich immerhin bereits in 2 Pokémon geteilt. Wenn Kyurem tatsächlich existiert, kann es bei ihm um nicht viel mehr als ein Überbleibsel handeln. Meinst du nicht? Bumm. Oh, scheiße, was jetzt geht hier ab da draußen? Huch, was ist das für ein Lärm? Das sieht aber gar nicht gut aus. Was ist hier los? Oh mein Gott, Team Plasma greift jetzt die Stadt an. Die ganze Stadt verschwindet im Eis. Los, Maxax, setze Drachenrute ein. Mach dir nichts draus, Maxax. Du hast gute Arbeit geleistet. Oh mein Gott. Das Eis hat nicht einmal einen Kratzer abbekommen. Ist das überhaupt möglich? Und wie das möglich ist. Er schon wieder. Dich kenne ich doch. Du warst im Schloss von N. Es ist bitterkalt. Ich zittere im ganzen Körper.
Doch obwohl ich so erbärmlich friere, spüre ich, dass ich am Leben bin. Und wie? Das ist Beweis genug für meine Existenz. Aber gut. Dieses spezielle Eis ist das Produkt von Team Plasmas meisterhaften technischen Fähigkeiten. Solange wir das Biest in unserer Gewalt haben, gibt es keine Möglichkeit, es zum Schmelzen zu bringen. Oder es zu zerschlagen. Kommen wir nun aber zum Geschäft. Arenaleiter Lysander, bitte händige uns auf der Stelle den DNS-Keil aus. Hier in Twin Drake City trifft die Vergangenheit auf die Zukunft. Daher ist es der ideale Ort für den DNS-Keil, denn er vermag, das gespaltene Pokémon-Paar wieder miteinander zu vereinen. Vor 2 Jahren bin ich Zeuge eurer Verbrechen geworden. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, ich würde euch einfach den DNS-Keil geben. Nein, das war mir klar. Du machst es mir wirklich nicht leicht. Wäre die Kanone einsatzbereit, würde ich dir mit einer weiteren Salve Eisgeschosse drohen. Aber das ist sie leider nicht. Und bleibt uns nichts anderes übrig, als uns eigenständig auf die Suche nach dem DNS-Keil zu machen, auch wenn die Kälte die Sache noch kompliziert macht. Was für ein ungehobelter Haufen. Matt, ich brauche deine Hilfe. Wir müssen Team Plasma aus Twin Drake City vertreiben. Und die Musik hat sich komplett verändert. Die Stadt ist komplett eingeeist. In Eis. Die Musik ist auch ziemlich überragend. Verloren. Ich hatte nicht gegen die geringste Chance. Sein Maxax hat mich und mein Team bisher geschleudert. Sie werden immer stärker. Jetzt kümmere dich um die anderen Schurken von Team Plasma. Pokémon sind Werkzeuge, so habe ich es gelernt. Wer sich ständig den Kopf über die Natur eines Werkzeugs zerbricht, macht sich damit nur das Leben schwer. Euch werde ich es zeigen, Team Plasma. Jetzt wird richtig abgerechnet, was ihr für Twin Lysanders Heimatstadt getan habt. Ist unverzeihlich. So, Toxin. Horrorblick, das bringt ja wenig, mein lieber Freund. Du bist sowieso jetzt schon Geschichte, mein Lieber. Mit noch einer Ladung Walzer. So, Slimog. Naja. Kreideschreie. Ist nur die Verteidigung. So eine Frechheit, jetzt hast du doch glatt meine Spielfiguren zusammen zerstört. Was? Wie kann man ohne Anwendung von Gewalt so viel aus seinem Pokémon herausholen? Tja. Mal sehen, was hier abgeht, noch weiter hinten. Hier sind noch mehr von den Team Plasma-Schergen. Und alle Häuser sind jetzt eingefroren. Bloß ist die Pokémon Center auch jetzt mal eingefroren? Das war ziemlich scheiße. Nee. Na gut. Alle sind jetzt schockiert, was jetzt abgeht. Aber jetzt geht's wieder weiter.
So. Komm mir bloß nicht in die Quere, Nervensäge. Ich muss euch leider in die Quere kommen, weil ihr seid die Bösen. So. Es ist Zeit, dass jetzt einmal Toxic ein bisschen mal Übung bekommt fürs Kämpfen. Akrobatik. Ist tief, aber überlebt tatsächlich noch Toxic, komm schon. Und die Bonitox. War ja sowas von klar, dass Body Slam jetzt richtig den Finisher gibt. Los, Cleopatra, mach es fertig. Ich konnte glatt ausflippen, mein Alter ist... Ah! Oh Mann, was für eine... Besiegt von einer Nervensäge, was für eine Demütigung. Ja, es ist eine absolute Demütigung für dich, mein Lieber. So, dann bin ich jetzt mal fertig. Ich glaube, jetzt muss ich dann weiter nach... Osten gehen. So, dann wollen wir schnell unsere Pokémon heilen. Aber die Frage ist jetzt, wo geht es jetzt eigentlich lang? Entweder jetzt muss ich jetzt weiter nach Osten gehen oder nach Westen. Weil nördlich gibt es ja dann nichts mehr. Der alte Kauz kennt keine Gnade, er versteht. Schon nicht einmal die jungen Mädchen von Team Plasma. Naja. Lysander darf man nicht unterschätzen. So, die Frage ist jetzt, wie komme ich jetzt hier rüber? Es ist irgendwie schwierig, darüber zu kommen. Ich muss es mal richtig abschätzen. Ja, da ist noch die nächsten Rüppeln. Ist ja klar. Wieso wird es endlich gelingen, die Einhornregion zu erobern? Du da, bei der Temperatur. Bei diesen Temperaturen angesichts finsterer Gestalten wie uns könntest du ruhig ein bisschen zittern. Warum denn? Mir ist es nicht kalt. So. Jetzt wird abgerechnet. Mit euch. So, weiter. Mach mal einen schönen Platt, mein Lieber. Ich wollte heute jetzt ein bisschen streamen gehen, also heute am Samstag, aber anscheinend haben viele Leute jetzt irgendwie weniger Bock auf Discord zu streamen. Ich weiß, ich habe auch noch Twitch, aber ich habe jetzt irgendwie Twitch jetzt mal hinter mir gelassen. Ich weiß nicht wieso. Weil es irgendwie weniger Spaß macht und ich habe gedacht, okay, ich mache dann meine zukünftigen Streams dann. Wenn ich YouTube-Streams machen würde, dann würde ich halt Livestream-Let's Plays machen mit euch. Wieder einmal. Letztes Mal hatte ich das schon jetzt vor fast ein Jahr gemacht. Aber ich seid wirklich nur da für die normalen Let's Plays. Ist ja klar.
Das war's mit dir, Smogmog. Nur dass du es weißt, ich habe vielleicht verloren, aber ich folge trotzdem weiter mit dem Codex von Team Plasma. Da fällt mir ein, hat man uns nicht aufgetragen, die Arena ganz besonders gründlich zu durchsuchen? Sag jetzt nicht, er ist jetzt in die Arena, wir sind jetzt in... Ja, er ist da reingegangen, da. Ups, Kerl. Verdruss, Verdruss. Jetzt muss ich mit dieser Kälte auch noch kämpfen, unerhört. Aber so sei es. Solange ich noch zittern kann, bin ich am Leben. Jetzt wird es langsam Zeit, dass du jetzt endlich mal einsiehst, dass es nichts bringt. Iolakeus. Der ist voll an Eis-Pokémon spezialisiert, das merken wir jetzt gerade. Figometrie. Ich glaube, bis zur nächsten Arc werde ich wahrscheinlich jetzt dann sicherlich auf Level 60 trainieren müssen, weil ich habe das Gefühl, dass jetzt ziemlich stark sein wird. Aber wir können jetzt mal trotzdem versuchen, die ganze Sache durchzuziehen mit Team Plasma in diesem Level, wo wir jetzt gerade sind. Eine Frigometrie in seinem Team, das ist ja ein bisschen überraschend. Nibuna. Boah, der Kampf war schon ein bisschen heftig, aber wir haben es geschafft. Du bist doch etwa viel stärker geworden als Intessera. Das muss ich schon lassen. Du bist sehr stark, Trainer. Man sieht deutlich, dass du dein ganzes Leben den Pokémon verschrieben hast. Ich muss mich nun leider verabschieden. Diese Kälte hält dich nicht mehr länger aus. Aber stell dir nur mal vor, wie es wäre, wenn ganz Einhall von Eis bedeckt wäre. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir den DNS-Keil in unseren Besitz bringen. Koste es, was es wolle. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Du hast die Stadt gerettet. Vielen Dank auch dein Team, das so tapfer und für Twin Drake gekämpft hat. Erlaube mir bitte, es zu heilen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Bitte warte hier einen Augenblick. Ich bin gleich wieder da. Haha, und schon bin ich wieder da. Das muss ein neuer Streckenrekord sein. Sieh hier, Red, das ist der DNS-Keil. Wir kriegen tatsächlich den DNS-Keil, Leute. Du weißt gar nicht, wie froh ich bin, dass er nicht in die schmutzigen Hände von Team Plasma gefallen ist. Ich weiß zwar nicht, was diese Halunken im Schilde führen, aber es kann nichts Gutes sein. Wie erwartet, hast du ihn also in der Arena versteckt gehalten? Das war sehr schlau von dir. Ohne dich kommt niemand dort hinein. Einen besseren Fechter gibt es nicht. Das Schattentrio ist das natürlich. Sicher ist es auch der Grund, weshalb du dir deine Arena neu eingerichtet hast. Aber nun gehört der DNS-Keil uns. Sagt bloß, ihr habt die sieben Weisen nur benutzt, um selbst in einen DNS-Keil zu kommen. Du hast es erfasst. Der Zweck heiligt die Mittel. Das ist unsere Devise. N ist sicher charismatischer als wir und weiß, sich dem Volk beliebt zu machen. Aber diesen Mangel gleichen wir mit roher und brachialer Gewalt aus. Wir lassen den Leuten gar nicht keine andere Wahl, als sich uns zu unterwerfen. In dieser Hinsicht waren die letzten zwei Jahre eine echte Geduldsprobe für uns. Na schön, es ist Ihnen also gelungen, mir den DNS-Keil zu entreißen. Aber ich werde ihn mir zurückholen, und zwar auf der Stelle.
Oh Mann. Hier scheint sie nicht zu sein. Trotzdem spüre ich, dass sie da sind. Wir müssen auf der Hut sein und die Stadt besonders gründlich nach innen absuchen. Ich bin mir nicht sicher, dass die in der Stadt sind mehr. Scheint wohl eher leeres Häuschen zu sein. Brücke können wir jetzt noch nicht betreten. Ah, da ist einer. Haha, hast du da vor, mir den DNS-Kern abzunehmen? Na klar. War schon lange Zeit her, seit ich dich gesehen habe, finster Typ. Stahltipp ist ja ziemlich easy. Was mit Absol? Haha. So. Anscheinend sind die jetzt wirklich tatsächlich auf dem Weg nach Desera, wo dieser Riesengrotte hier steht. Aber mal sehen. Noch haben wir nichts alles erlebt. So, damit bist du jetzt auch schon down. Ich gebe es nur ungern zu, aber du bist ein sehr talentierter Trainer. Ich muss dich enttäuschen. Der DNS-Kerl ist nämlich an den Händen meiner Kameraden. Ich habe ihn nicht. Mit diesem Kampf habe ich ihnen einen erheblichen Vorsprung verschafft. Gehab dich wohl. Was für ein Debakel. Aber du hast alles getan, was in deiner Macht stand, Red. Wenn ich hier jemand Vorwürfe machen will, muss, dann nicht. Wieso Caster läutet? Red, spinne ich oder ist dieses komische Schiff da in Richtung Drindrake abgezischt? Ich habe es auch gesehen. Ich bin jetzt auf dem Weg dorthin. Schön, das war doch das Schiff von Team Plasma, oder? Ja, ohne Zweifel. Naja. Wie dem auch sei, ich bin jedenfalls gleich da. Alles klar, du regelst das schon. Red, wenn es irgendwelche Probleme gibt, melde dich auf jeden Fall. Bei mir, klar? Ich wusste er mich entscheiden, ob ich diese Stadt beschütze oder diesen Kerl hinterherjage. Ich kann mich nicht zweiteilen. Da sind sie auch schon. Da bist du ja, Red. Und Lysander, es geht euch also gut. Was für eine Erleichterung. Trent, was für eine Freude. Du bist ja richtig erwachsen geworden. Ich höre, bist du zum Arenaleiter von Aventura aufgestiegen, richtig? Danke für das Kompliment. Aber heben wir uns das für später auf. Ich habe herausgefunden, wo sich Team Plasma im Augenblick auffällt. Sie treiben sich nämlich derzeit im kältesten Ort der Einer-Region herum. In Abidaya City. Smash und ich, wir werden uns Team Plasma an die Fersen heften. Lysander, kümmere dich bitte darum, dass hier in Drindrake City nicht noch Schlimmeres passiert. Das ist also dein Plan. Ich verstehe, dann überlasse ich Team Plasma euch beiden. Aber passt auf, dass ihr euch nicht zu viel zumutet. Red, wie ich schon sagte,
möchte ich gerne, dass du mir hilfst. Mit deinem Talent als Pokémon-Trainer können wir Team Plasma die Stirn bieten. Ich mache mich nun auf den Weg, Lysander. Auf Wiedersehen. Abidaya City? Diese Stadt liegt nördlich von Undula. Was hat Team Plasma dort zu suchen? Ich bitte dich, beschütze die Pokémon vor Team Plasma. Wie das Zusammenleben von Menschen und Pokémon auszusehen hat, sollte jeder für sich selber entscheiden dürfen. Team Plasma darf uns nicht wieder seinem Willen unterwerfen. Definitiv werden wir es nicht zulassen. Wir werden jetzt natürlich heute nach Abidaya City aufbrechen. Und zwar nördlich von Undula. Wir müssen natürlich dazu nach Undula fliegen. Ist ja klar. Eine schöne Beachmusik läuft ja hier ab. Wenn in Trintrack City reinster Dramatik hier entsteht. Aber dass die ganze Einölregion auf Eis zu legen, das klingt schon ein bisschen das zweitschlimmste in der Pokémon-Welt. Oder ja, der drittschlimmste. Dass man Menschenleben auslöschen muss. Anscheinend haben die vor, das Menschenleben auszulöschen. Und damit die Einölregion zu erobern. Und der Visokaster läutet mal wieder. Hey, wo bist du denn gerade? In Undula? Alles klar. Geh jetzt einfach durch den Unterseetunnel, dann kommst du direkt nach Abidaya City. Na gut. Letztes Mal konnten wir nicht reingehen, aber jetzt betreten wir jetzt die neue Ortschaft Abidaya City, und zwar mit dem Unterseewassertunnel. Und das ist einer der schönsten Orte. Die Musik. Jetzt sind auch schon die Pokémon hier, wie... Das sind Pokémon hier, dann gibt's auch Tentacher oder sowas. Oder manchmal sind da auch Quallen dort, ja. Barschuft. Und Tentacher fliegen auch noch rum, das ist ja auch super. Schwimmen auch rum, nicht fliegen, schwimmen. Na gut, wir sind jetzt in Abidaya City angekommen, ziemlich schnell. Und wie hat es dir gefallen? Jetzt weißt du also, wie die mehr lebenden Pokémon die Welt sehen. So, da wären wir auch schon, in Abidaya City. Und da ist auch die nächste Arena. Wir müssen den DS-Eskal um jeden Preis zurückbekommen. Du solltest zuallererst versuchen, den Arenaleiter zu besiegen. Werden wir machen, aber erst im nächsten Part, Leute, also... Falls euch dieser Part gefallen hat, dieser heiß-kalte, bitterkalte Part, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Abonnieren zu vergessen, die Glocke aktivieren, wäre mir lieb. Also, damit der Kanal auch wachsen kann und die Community ebenso. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Dann werden wir dann den letzten Arena-Leiter in der Einhorn-Region definitiv noch vorknöpfen. Bis zum nächsten Mal, euer Red Pokémon. Ciao!